Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem dritten Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Wir sind zu Gast bei Fortuna Düsseldorf am Samstag. Das Stadion in Düsseldorf öffnet um 11.30 Uhr, Anstoß bekanntermaßen um 13 Uhr. Erfreulicherweise werden viele Paderborner Fans die Mannschaft begleiten. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir in jedem Fall vierstellig werden, weil so viele schon verkauft sind an Karten. Aktuell rechnet man mit 1200 SCP-07-Anhängern. Wir empfehlen, nicht mit der Bahn zu fahren, weil die Rahmenbedingungen da etwas ungünstig sind. Es wird ausreichend Parkplätze vor Ort geben und auch ausreichend Tickets für diejenigen, die sich noch kurz entschlossen für eine Anreise zum Spiel entscheiden. Wir starten in den sportlichen Bereich. Ich begrüße neben unserem Cheftrainer Lukas Kwasniok auch unseren neuen Kapitän Jannik Huth, der sich heute auch den Fragen der Medienvertreter stellen wird. Wir steigen aber wie immer ein mit dem Statement unseres Coaches. Bitte, Lukas. Vielen Dank, Matthias. Tierische Vorfreude, würde ich jetzt sagen, auf das Spiel. Wird ein geiles Spiel, geile Mannschaften. Ich mag es, wie Fortuna Düsseldorf Fußball spielt, sind variabel, trotzdem sehr erfahren, eingespielt, ganz schwer zu knacken, hat man auch in den ersten beiden Spielen gesehen. Sie kriegen kaum Gegentore, gerade zu Hause ist es schon auch eine Macht und für uns der absolut richtige Gradmesser zur richtigen Zeit. Wir wollen natürlich die Leistung aus Cottbus dann auch mitnehmen und bestätigen und ich bin mir relativ sicher, dass das Ergebnis aber nicht das gleiche sein wird. Vielen Dank erstmal. Ja, vielen Dank. Wir starten mal in die Fragerunde, dann kommt Jannik sicher auch zu Wort. Wer macht den Anfang? Matthias Reichstein sehe ich, sehe gerade, wo haben wir denn unser Mikrofon? Wir machen es heute ohne. Ich weiß nicht, ob der Manager Willi Weber hat mir gestern gesagt, mit Düsseldorf haben wir jetzt den ersten großen Gegner, den wir kitzeln können. Was macht denn die Fortuna zu einem richtig großen Gegner? Weil sportlich die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre waren die ja nicht meilenweit von Paderborn entfernt. Ja, die Größe. Ohne es genau zu wissen, aber die Mitgliederzahlen sind wahrscheinlich andere. Die Größe des Stadions, die Größe der Stadt, tatsächlich auch die Größe der vergangenen Erfolge. Aber wir haben uns angenähert. Das zeigt die gute Arbeit des SC Paderborn in den vergangenen Jahren. Wir haben in den letzten Duellen auch immer gut ausgesehen, wie ich finde. Es waren tolle Spiele, sowohl zu Hause als auch in Düsseldorf. Und ich glaube aber dennoch, genau diese Meinung oder Aussage auch von Benny bestätigen zu können, denn die finanziellen Mittel, die Sie zur Verfügung haben, sind andere als unsere. Wir müssen anders arbeiten, tun wir. Und das ist ja das Schöne, dass man trotzdem sehr nah beieinander sein kann. Aber man muss ja nur die letzten beiden Transfers sich anschauen, auch wenn es zum Teil geliehen ist. Da sind schon noch ein paar Stufen zwischen den beiden Vereinen, was grundsätzliche Möglichkeiten angeht, aber wollen wir gar nicht neidisch sein. Die machen gute Arbeit. Ich glaube, bei uns ist es auch ganz okay und deswegen kann es ein tolles Spiel werden. Sie haben uns gerade in einer Aussage enttäuscht, es wird kein 7:0 geben, das ist natürlich schade. Aber vielleicht trotzdem zum Vergleich zu Cottbus. Wie werden Sie A, den Kader verändern und B, was haben Sie denn taktisch vor? Sie haben ja da mit der Viererkette gespielt, vielleicht was Sie mal sagen, wie Sie das vorangehen wollen. Ja, Muslio wird nicht spielen. Und das hat natürlich auch Anpassungen zur Folge, denn Visa haben wir schon auch als verteidigenden Abwehrspieler dann dazu geholt. Das ging jetzt eben in Cottbus mit zwei reinen Verteidigern, die den Ball mehr oder weniger zu den Sechsern spielen können und die werden dann schon mit der Erbse was anfangen können. Diese Situation hat sich ein bisschen verändert. Wir haben diesen Spielertyp nicht ein weiteres Mal im Kader, aber so wie Fortuna immer Lösungen gefunden hat, wenn sie in der Vergangenheit auch angeschlagene, verletzte Spieler hatten, so werden wir auch Lösungen finden, die ich natürlich hier jetzt nicht kundtun möchte. Aber ich glaube, ich
verrate nicht zu viel, wenn man davon ausgehen kann, dass beide Mannschaften sehr variabel auch im Laufe der 90 Minuten agieren werden. Es wird immer wieder eine Systemanpassung geben, weil du mal mehr, mal weniger Zugriff aufs Spiel bekommst, sowohl von ihrer als auch von unserer Seite. Und das macht diese Spiele auch gegen Fortuna aus, weil auf der anderen Seite einfach auch ein guter Trainer sitzt, eine gute Mannschaft. Und deswegen macht Spaß und die Vorfreude ist deswegen auch so groß. Sie haben gerade schon angesprochen, das Leo ist natürlich gesperrt für die Spiele. Sie haben auch am Dienstag gesagt, Obermeier fällt aus, Kruse sowieso aus. Hat sich noch irgendwas verändert? Genau, Obermeier, Rohr werden nicht dabei sein. Max ist, sage ich mal, noch am weitesten weg. Da hat das individuelle Reha-Training auf dem Platz erst begonnen. Und trotzdem sind wir da auch ganz guter Hoffnung, dass er im Laufe der nächsten, übernächsten Woche dann mit einsteigen kann. Ich glaube, beim Rafa und Maxi sind wir dann noch ein bisschen eher dran. Der Einzige, der jetzt so mit einem Fragezeichen noch dazukommt, leider Felix Platte, hat gestern das Training abbrechen müssen, ohne da eine strukturelle Verletzung zu haben. Aber im Adduktorenbereich hat er wohl ein Problem und war heute auch nicht auf dem Platz. Da müssen wir mal abwarten, ob er morgen trainieren kann. Wenn dem nicht so sein sollte, dann haben wir einen anderen Ochsen vorne mit Grimaldi und hoffen, dass das dann ausreicht. Ochsen natürlich in Anführungsstrichen und positiv gemeint. Ja, Janik Sonntag in W, machen Sie ruhig weiter. Sie sprachen, also allererstmal, Sie sprachen nach dem Düsseldorf-Spiel davon, dass es wichtig sei, ja, Erfolgserlebnisse zu sammeln als Team, aber auch die individuellen Spieler jeweils. Jetzt die Frage nach dem 7-0, das war ja durchaus ein Erfolgserlebnis. Hat man da schon irgendwas gemerkt in der Trainingswoche oder im Training, bei dem Team oder bei den Spielern? Es ist schon so, dass wir versuchen, auch unter der Woche gute Laune auch zu versprühen, wenn wir ein Spiel verloren haben. Und dennoch ist die Stimmungslage natürlich nochmal gelöster. Die Dinge gehen etwas leichter von der Hand, ohne den Fokus zu verlieren. Das liegt in der Natur der Sache. Aber es hilft alles nichts. Wir wissen, dass es im Fußball sehr, sehr schnell in beide Richtungen geht. Und man hat schon auch das Gefühl, beispielsweise, dass in Düsseldorf aufgrund, sagen wir mal, des Starts 4 Punkte aus 2 Spielen unentschieden auf St. Pauli, für mich einer der absoluten Top-Favoriten in der Liga dieses Jahr, und eben Heimsieg gegen Absteiger Berlin, und schon hast du so ein bisschen was wie eine Euphorie, und bei uns ist der Start nicht ganz so optimal gelungen und dennoch kannst du nach 3 Spielen eben mit 4 Punkten gleich auf sein, und das ist im Fußball ja so eng und nah beieinander, dass du dich eben nicht nur von diesen Ergebnissen leiten lassen darfst. Und dennoch, ich möchte es nochmal untermauern, nach einem Sieg, vor allem nach so einem hohen Sieg, ist es dann doch auch unter der Woche ein bisschen entspannter und die Atmosphäre noch etwas besser. Dann nochmal vielleicht eine Frage. Es ist ja jetzt unter der Woche, sparen Sie auch mal den Entwicklungsprozess an, der jetzt gerade läuft. Wie wichtig ist es denn jetzt in der Zeit, des Entwicklungsprozesses nicht nur auszuprobieren, sondern vielleicht auch in den nächsten Wochen irgendwann mal eine Formation zu finden, mit der man dann auch Stammformation? Ja, das habe ich in den vergangenen 2 Jahren nicht gefunden, die Stammformation. Deswegen werde ich das wahrscheinlich in Zukunft jetzt auch nicht so unbedingt finden. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo du mit 11 Spielern mehr oder weniger durch eine Saison gehst. Wir können 5-mal wechseln, Spieler können sich gerade im vorderen Bereich immer wieder reinspielen durch eine tolle Einwechslung. Andere haben dann mal ein Wehwehchen oder eben sind nicht ganz so im Flow, laufen ihrer Form vielleicht ein wenig hinterher, und die Kaderbreite ist einfach besser dann auch in der Spitze. Du hast auf jeden Fall immer 15, 16, 18 Jungs, die du von Beginn an laufen lassen kannst, und das will ich mir zunutze machen, aber aktuell sind wir schon eher darauf bedacht, ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen, um in diesem Prozess eher peu à peu vorwärts zu kommen, als jetzt jedes Mal Systeme und Personal komplett zu verändern. Aber am Wochenende sind wir ja schon ein wenig dazu gezwungen durch die Rotsperre von Musliu und werden aber auch dafür eine Lösung finden. Die Jungs sind es gewohnt, bis auf Yannick Huth, der immer auf der gleichen Position spielt. Und da ist er auch so ab und zu mal ein bisschen traurig drüber. Der wird gerne hin und wieder einen Freistoß schießen wollen. Das stehen insofern, wir ist es jetzt, auf. Insofern ist es jetzt keine... nichts Weltbewegendes, wenn wir immer mal wieder, sagen wir mal, Anpassungen und Veränderungen vornehmen.
Ja, Jannik Ruth war ein gutes Stichwort. Unser neuer Kapitän ist hier. Wie blickst du auf das Spiel in Düsseldorf, Jannik? Ja, ich denke, wie Lukas schon gesagt hat, es wird ein sehr spannendes Spiel, ein sehr gutes Spiel. Wir spielen gegen einen sehr guten Gegner, immer eine gute Spielidee. Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung für uns, aber ich bin guter Dinge, dass wir da mit Lukas gute Lösungen für das Spiel geliefert bekommen und die dann auch gut umsetzen werden. Und dann bin ich sehr zuversichtlich für das Spiel. Jannik, du bist ja jetzt seit Saisonbeginn Kapitän. Was hat sich denn da verändert für dich? Also was für das Standing der Mannschaft vielleicht, deine Rolle? Müsst du jetzt auch mehr arbeiten nach dem Spiel und vor dem nächsten Spiel? Vielleicht beschreibst du das mal ein bisschen so deine Rolle. Ja, was sich verändert hat, ich habe ein bisschen mehr mit der Presse zu tun, also ein bisschen mehr Arbeit nach dem Spiel. Ansonsten Standing würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich da das Standing groß verändert hat. Und ansonsten, ja, vorm Spiel, klar, im Kreis sagt man dann ein paar Worte, nimmt sich ein paar Spieler zur Brust und hat nochmal ein paar Vier-Augen-Gespräche, das ist vielleicht ein bisschen mehr geworden. Aber ansonsten hat sich so groß jetzt nichts verändert für mich. Der Trainer wollte ja gerade zur Abwehrreihe nichts sagen, auf Viererkette oder Dreierkette. Was ist denn für dich als Torwart? Ist die auch egal oder hast du da schon eine Formation, die wünschenswert ist für dich? Das ist mir komplett egal. Also ich gehe da komplett mit Lukas mit. Der macht sich da seine Gedanken. Der hat seinen Fußballlehrer gemacht. Also hat schon alles Hand und hat schon alles Hand und Fuß, was er uns da immer vorlegt. Also würde ich jetzt nichts gegen sagen. Also ich bin mit Viererkette fühle ich mich wohl. Ich fühle mich mit einer Dreier-, Fünferkette, wie man es nennen will, fühle ich mich wohl. Also ich bin da flexibel. Es sind ja unglaublich viele von den Neuzugängen jetzt auch in der Startelf immer wieder gewesen. Hat dich das auch ein bisschen überrascht oder was ist den vielen Verletzten geschuldet? Wie siehst du denn diesen Umbruch jetzt in der Mannschaft? Ja, den haben wir ja jedes Jahr in Paderborn. Wir haben einfach gute Jungs dazu bekommen und wenn sie halt eine gute Vorbereitung spielen, gute Leistungen bringen, dann spielen sie halt auch am Wochenende. Deswegen ist es jetzt keine große Überraschung gewesen für mich. Ja, dann komme ich ja nicht drum herum, das Thema mit dem Freistoß nochmal aufzunehmen. Also immer im Tor, Jannik, oder kann sich das auch mal ändern? Ja, ich denke, primär werde ich immer im Tor bleiben. Und solange Flo auf dem Feld steht, werde ich da auch wahrscheinlich schlechte Karten haben, was einen Freistoß angeht. Vielleicht schenkt er mir irgendwann mal einen Elfmeter, aber schauen wir mal. Ja, wir werden das aufmerksam verfolgen. Schauen wir nochmal in die Runde. Gibt es abschließend noch Fragen? Das sehe ich nicht, dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Uns allen, insbesondere natürlich der Mannschaft, eine optimale Zeit bis zum Anstoß in Düsseldorf. Dankeschön.